guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben 6.51 Uhr. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog oder Eat in a Day, was auch immer. Ich sitze hier gerade um 7.35 Uhr. Ich habe gerade so eine halbe Stunde eine Morning Routine gemacht. Versuche ich mir momentan immer ein bisschen anzugewöhnen und jetzt sitze ich hier gerade mit einem Ingwer-Tee und das ist von, also ich habe Ingwer reingeschnitten und das ist so ein Nature, ich glaube irgendwie Ingwer, Zitronen, Melisse, irgendwas Tee. Und dazu gibt es noch ein Glas Wasser. Ich versuche momentan nicht direkt auf Kaffee umzusteigen. Und ja genau, ich genieße das sehr. Ich habe heute erst um 14 Uhr Uni. Normalerweise gehe ich ja immer morgens zum Sport, aber ich habe mir vorgenommen, dass ich jetzt erstmal versuche, morgens produktiv zu sein. Weil ich morgens eigentlich halt immer voller Energie stecke und dann im Laufe des Tages so gar nicht mehr. Und ich dachte, es ist dann ja eigentlich schlauer, die Energie, die ich dann gar nicht mehr habe, in Sport zu stecken, als dass ich die dann versuche, in Uni zu stecken, weil das eh nichts wird. Also vielleicht klappt es ja so rum ein bisschen besser. Ich werde jetzt hier erstmal sitzen, habe gerade schon meine Tagesplanung gemacht und ich habe später noch ein Meeting um 9:30 Uhr und werde bis dahin jetzt einmal versuchen, eine Vorlesung nachzubearbeiten, die ich unbedingt nachbearbeiten muss. Und ich wollte auch noch ein Video schneiden, weil das heute eigentlich um 19 Uhr online gehen soll. Da muss ich mich auch noch ein bisschen beeilen. Ja, ansonsten habe ich mir hier Kerzen angemacht. Das ist alles ganz cozy und gemütlich. Und ich freue mich, was der Tag so bringt. Ich freue mich, das Wetter wird. Soon after the sun is up, before the day is over, I will be yours. Loose laughter softens up tension in my shoulder. Let's take a walk. Let's go. Frühstück ist angerichtet. Es gibt einfach wieder Joghurt mit Obst. Ich wollte mir eigentlich noch Nüsse drauf geben, aber die sind leider schon leer. Und dann habe ich mir hier noch einen leckeren Kaffee gemacht mit Milchschaum. Das ist Sojamilch. Ist nicht mein Favorit, aber ich hatte die halt noch offen und wollte die ungern irgendwie aufbrauchen. Und dabei werde ich jetzt einfach noch mal ein bisschen... Ich habe gleich ein Meeting für Instagram und das werde ich mir davor beschmecken lassen. Ich liebe es, einfach den geilen Kaffee zu trinken am Morgen. Das gibt mir immer auf jeden Fall sehr viel. Und bis jetzt war mein Morgen auch relativ produktiv. Ich habe auf jeden Fall eine Vorlesung angefangen nachzuarbeiten. Und ja gut, das war es auch eigentlich schon. Jetzt werde ich auf jeden Fall gleich mein Reel machen, weil während ich esse, kann ich eh immer nicht so gut Uni machen. Dann mache ich lieber was, was so ein bisschen mehr Spaß bringt. Uni kann auch Spaß bringen, aber nicht das, was ich gerade machen muss. Und werde mir das jetzt mal schmecken lassen. Ich habe in meinem Zimmer immer nur morgens Licht, aber jetzt ist es richtig schön, weil es jetzt halt super hell ist in meinem Zimmer. Und ich hatte schon so Hunger, dass ich mir jetzt auf jeden Fall Frühstück machen wollte. Wir haben es jetzt 9:15 Uhr, genau.
Oh, ist so schön. Gerade strahlt die Sonne halt so in mein Zimmer. Ich habe schon wieder nur prokrastiniert. Mein Meeting war richtig, richtig unnötig. Irgendwie hat niemand was gesagt und dann bin ich auch rausgegangen, weil mein Prof halt einfach nur wollte, wenn wir Fragen haben, dass wir was beantwortet bekommen. Und ich trinke hier schon mein 5. Glas Wasser, glaube ich. Habe gerade noch kurz meine Nägel gemacht, weil ich hier so einen eingerissenen Nagel hatte. Und jetzt versuche ich noch eine halbe Stunde Uni zu machen und dann werde ich mal eine Runde spazieren gehen, weil das Wetter so schön ist und ich erst um 14 Uhr Uni habe. Genau, heute Abend bin ich noch zum Sport verabredet mit einer Freundin und... Ich bin übrigens so süchtig nach Äpfeln. Gibt schon wieder einen. Ich will eine Runde laufen. Ich bin nicht viel gelaufen. Es waren, glaube ich, 3 Kilometer, wenn es hochkommt. Aber ich habe es geschafft, rauszugehen und zu laufen. Jetzt habe ich auch abgebrochen auf der Strecke und werde einfach nur weitergehen. Aber es war ein Anfang und es war cool. Ich bin wieder zurück und es gibt bei mir jetzt erstmal ein Monster. Eigentlich versuche ich sowas immer nicht zu trinken, weil mein Körper es eigentlich nicht so gut verträgt. Aber ich hatte gerade so Bock drauf und ich habe es bei Aldi letztens gesehen und da schon mitgenommen. Und ich habe es bis heute ausgehalten, nicht zu trinken. Und heute ist der Tag, wo man sich mal ein Monster gönnt. Ich bin übrigens doch relativ rot dafür, dass ich jetzt eigentlich gar nicht so wirklich Sport gemacht habe, sondern einfach, naja, 3 Kilometer laufen war und ein bisschen gehen. Aber ich liebe das, einfach mit einem Podcast in die Ohren und momentan höre ich immer den von Katha Marie. Ich finde die so sympathisch und sie labert immer so über das Mindset und ja, finde ich irgendwie super, finde ich toll. Jetzt werde ich mich mal fertig machen und mich dann auf den Weg zur Uni begeben. Zwischendurch werde ich noch einmal bei meinen Eltern halten, weil mein Papa für mich eine Hühnersuppe gekocht hat und die werde ich heute essen. Und dann werde ich zur Uni. Ich habe noch 2 Stunden Zeit, dann muss ich da sein. Nach der Uni fahre ich zum Sport mit einer Freundin und treffe uns direkt da. Und ich nehme deshalb auch meine Sportsachen mit. Ja, jetzt gibt es erstmal ein Monster und ich chill kurz 5 bis 10 Minuten und dann mache ich mich auf den Weg. So, ich habe mich jetzt fix geduscht und in einen gemütlichen Pulli geworfen, um in der Uni zu überleben. Meine Haare sind ein bisschen fettig, aber dadurch, dass ich nachher Sport machen gehe, wollte ich jetzt nicht Haare waschen. Und genau, ich fahre jetzt los. So, das Essen ist serviert. Es sieht nicht so lecker aus, weil da so viel Öl drin ist. Aber es schmeckt sehr, sehr gut. Und mich wärmt so eine Suppe einfach unglaublich durch. Gerade wenn ich so ein bisschen Halsweh habe, ist das einfach perfekt mit einer Suppe. Und ich werde jetzt einfach nur chillen. Ich habe noch 1 Stunde Zeit, bis meine Vorlesung losgeht. Und ich werde einfach chillen. Ich habe keine Lust, irgendwas anderes zu machen gerade. So, ich habe jetzt genug gechillt. Jetzt bin ich auch ein bisschen zu spät dran. Ich muss jetzt fix zur Vorlesung. Durch mit Uni, auf zum Sport. Ich darf E-Bike unter, Rennrad. Und hier ist es schon die Sonne. Es gibt jetzt noch Chips. Ich nehme die hier. Die sind auch immer glutenfrei. Mein Traubenkäse. Und dabei bin ich bei meiner Oma und spiele ein bisschen mit ihr Karten. Yes. Ups.